Update im Glauben. Wir erfahren fast täglich von Terroranschlägen, entweder in der fernen Welt oder ganz nah bei uns. Und viele Leute sind sehr verunsichert. Was können wir tun? Am 19. Februar laden Christen in ihrer Verantwortung für den Frieden ein zu einem gemeinsamen Weg. Einem gemeinsamen Weg aller Christen in dieser Stadt, aber auch der Angehörigen aller Religionen und Weltanschauungen. Wir wollen in St. Johannes beginnen, wir wollen Kerzen in die Hände nehmen und diesen Weg zum Dom gehen als ein starkes Zeichen für ein Miteinander und für den Frieden in unserer Stadt und in dieser Welt. Um 19 Uhr wird Oberbürgermeister Christian Schuchert ein Wort zu uns sprechen und wir werden mit den Kerzen in Händen ein Friedenszeichen setzen. Danach lädt die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen zu einem christlichen Friedensgebet in den Dom ein. Herzlich willkommen bei diesem starken Zeichen für Frieden und Miteinander und gegen Hass und Gewalt am 19. Februar in Würzburg.